Hallo und herzlich willkommen zur Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Ich bin Carsten und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen neue Karren generieren, sodass wir einen Fluss haben, der sich durch die Landschaft zieht und der animiertes fließendes Wasser hat. Lass uns beginnen. Als allererstes brauchen wir eine neue Ressource. Wir öffnen also den New Resources Tab und erzeugen eine weitere Karre. Wir wählen eine normale Feldgröße von 16 mal 16 Voxel und 16 Höhe und ich möchte mit euch ein Grasfeld erzeugen, was wir dann mit einem Fluss versehen und später noch eine Brücke dazu bauen. Das sollte für unser Beispiel reichen. Wir wählen also Gras und drücken Enter und unser Feld soll passierbar sein. An dieser Stelle möchte ich mich noch kurz bei Micha bedanken und euch einen Tipp geben. Wenn ihr im Spiel oder wenn ihr beim Editor vorwärts kommt und auf Probleme stoßt, tretet dem Discord-Channel gerne bei. Es gibt hier oben in About gibt es einen Verweis auf die verlinkten Quellen. Hier ist der Discord-Server dabei. Loggt euch dort gerne ein, tretet der Community bei. Es gibt auch einen deutschen Kanal dafür. Stellt dort Fragen. Euch wird da wirklich sehr gut geholfen und ihr könnt euch mit anderen Leuten austauschen, wie bestimmte Probleme gelöst würden. Micha hat mich darauf verwiesen, dass ich beim letzten Mal, als ich die Karte erstellt habe, vergessen habe, den Noise Editor zu zeigen und das möchte ich jetzt nachholen. Also los geht's. Wir wollen also unseren untersten Layer erzeugen und dazu nutzen wir den Noise Editor. Den finden wir hier oben. Und prinzipiell läuft es so ab, dass wir jetzt eine Grundfarbe definieren. Hier möchte ich ein schönes Grün haben. Das wäre hexadezimal die 50, 50, 26. Das ist unsere Grundfarbe, mit der wir arbeiten wollen. Und wir können jetzt hier über den Noise-Generator können wir uns eine Variation erzeugen. Hier sehen wir ungefähr, wie das aussieht. Wir können über die Oktaven bestimmen, in wie vielen Iterationen das gemacht wird. Das heißt, es gibt das Rauschen vor. Ihr könnt an den Werten rumspielen, wie es euch gefällt. Ich möchte jetzt versuchen, eine Fläche zu erzeugen, die nicht so sehr wellenartig aussieht, sondern eher gleichmäßig. Das hier gefällt mir jetzt ganz gut. Und dann wähle ich das und damit füllen wir den untersten Layer unserer Karre. Da wir jetzt aber einen Fluss erzeugen wollen, hilft uns das nicht viel. Ich möchte hier eine Tiefentextur haben und ich möchte dann auch transparentes Wasser einführen. Deswegen brauchen wir jetzt mehrere Schichten. Um das zu erzeugen, können wir mit Steuerung A alles markieren. Mit Steuerung C kopieren wir das und mit Steuerung V können wir es erneut einfügen. So, jetzt können wir hier oben den Layer einfach ein Feld höher setzen und um ein bisschen Variation zu erbringen, schauen wir jetzt von oben drauf und verschieben die Pixel zwei nach unten und zwei nach rechts. Dadurch erreiche ich, dass ich unter dem Pixel nicht dieselben Farben wiederfinde. Damit kann ich das akzeptieren und das mache ich zweimal. Das heißt, ich nehme das jetzt auch wieder rein, schiebe es zweimal nach oben und nun viermal nach unten und viermal nach rechts. Auch das ist wieder ziemlich gleichmäßig, ist aber egal. Es geht nur darum, aus meiner Sicht erstmal, dass wir nicht immer wieder das gleiche Muster finden. Und wir haben jetzt hier unsere Grundstruktur, die wir nehmen wollen, um daraus jetzt mehrere verschiedene Arten von Flussläufen zu erzeugen. Um die Variation zu beginnen, fangen wir jetzt erstmal an und kopieren unser Feld und erzeugen eine neue Form daraus und nennen diese Fluss. Das soll angrenzen an Gras und die Form ist gerade. Okay, dann haben wir es kopiert und jetzt fangen wir an auszuschneiden. Das heißt, wir nehmen das Ausschneidewerk oder das Löschwerkzeug in Boxform. Ich möchte einen Rand von zwei Feldern oder von zwei Voxel stehen lassen und fange jetzt an, hier mich in die Tiefe zu arbeiten. Das wird mein Flusslauf. Und jetzt brauche ich noch ein paar Farben, mit denen ich arbeiten will. Das heißt, ich füge mir jetzt hier mein Grün von vorhin hinzu. Das ist die 50, 50, 26. Ich möchte des Weiteren haben meinen Sandton. Das ist die B5, 9, 8, 6, E. Und ich möchte meinen Wasserton haben, den ich mir ausgewählt habe. Das ist die 4, 5, 7, 2, E3. Mit den Tönen werden wir jetzt arbeiten. Als allererstes färben wir unser Flussbett ein. Dazu nehmen wir das Maltool, nehmen den Sandton und färben die Kanten ein. Anschließend erzeugen wir eine Wasserschicht in einem Voxel Höhe. Und damit dieser transparent wirkt, markieren wir den und fügen ihn als Transparenzfarbe hinzu. Das machen wir hier drüben über die Transparenzeffekte.
fügen ihn also hinzu und können jetzt hier auswählen, ob er vollständig undurchsichtig oder vollständig transparent sein soll. Ich mache ihn hier stark transparent. Und mit dieser Einstellung kann man am Rand die Kanten retuschieren, sodass man, wenn man einen Würfel hat, nicht mehrfach innerhalb dieses Würfels Trennlinien sieht, sondern dass man nur die Oberfläche sieht und alle an der am Rand anliegenden Voxel würden dann keine neue Schicht erzeugen. Ich lasse das jetzt erstmal weg und zeige euch mal im Spiel, wie das aussieht. Also, wir gehen in die Spieleinstellungen, gucken nochmal, dass wir die Einstellungen Standard haben, perspektivisch und dass der Nebel des Krieges aus ist. Speichern die Karte damit ab. Halt. Und müssen natürlich noch unsere Karte in der Karte einfügen. Das heißt, wir gehen in den Karteneditor rein, wählen unsere Karte aus, können jetzt hier erstmal nochmal die ganzen Felder in Sand setzen und werden jetzt hier einen Fluss erzeugen. Halt, ein was haben wir vergessen noch. Und zwar, wenn wir diese Felder erstellen wollen, müssen wir den Fluss auch in die richtige Höhe bringen. Dazu können wir den Surface Level festlegen. Wenn wir uns hier drüben umschauen, sehen wir, dass der Surface Level genau auf der Oberkante unserer Schicht liegt. Das heißt, das ist die Oberkante, die dann in unserer Schicht abschließen wird. Den wollen wir hier anders wählen. Das heißt, wir wählen den Surface Level jetzt hier, dass er oben auf unserer Fläche abschließt und speichern das so. Somit verschwindet diese Kachel automatisch weiter im Boden drinne und ergibt mit dem Sandfeld die gleiche Höhe. Wir gehen also in unseren Map-Editor rein, wählen das Grasfeld aus und ziehen jetzt hier eine Schicht durch. Und da wir Passable gewählt haben, können wir jetzt hier drüber laufen. Das können wir im Editor korrigieren. Wir können es aber auch hier korrigieren, indem wir hier sagen, wir können dort nicht interagieren. Wir können dort, nee, interagieren wollen wir auch nicht. Wir wählen eine der Varianten aus, halten über den Punkt und drücken die Entfernen-Taste und können damit unsere Navigationspunkte entfernen, sodass wir danach nicht mehr durchlaufen können. Die restlichen Punkte fixen wir hier einfach weg, indem wir die Linien nachziehen. Und damit können wir unsere Karte erstmal testen, speichern nicht vergessen und dann starten wir. So, wir sehen jetzt hier, dass wir genau an den Kanten Überlagerungen erzeugen, die sich immer wieder in so eine halbtransparente Doppelung reinbringen und damit unser Model ein bisschen kaputt machen. Um das wegzukriegen, brauchen wir genau diese Option. Wir entfernen also die Kanten an den Bereichen, wo wir das Voxelgitter berühren. Das heißt speziell diese Kante und diese Kante und erzeugen damit eine gleichmäßigere Optik. Außerdem haben wir vergessen, unser Grasfeld ist passierbar, aber dieses Feld soll es nicht sein. Also gehen wir in den Model Properties und können hier das Feld nachkorrigieren und können sagen, wir können es nicht passieren. Somit werden alle Navigationsmarken in Zukunft automatisch gesetzt. Auch hier wieder speichern und wir gucken uns das Ganze nochmal an. Und stellen fest, dass wir jetzt hier eine schöne homogene Ansicht von unserem Wasser haben, aber das Fließen fehlt noch. Das werden wir als nächstes tun. Wir definieren unser Model dazu, dass wir von vorne gucken und das soll auch unsere Fließrichtung sein und fangen an, uns hier weiße Schattierungen reinzumachen, die so ein bisschen die Wellen oder das Fließen darstellen sollen. Machen einfach mal drei dieser Punkte und versuchen, die regelmäßig zu wiederholen, sodass wir die danach gleichmäßig eins weiterschieben können. Das ist schlecht. Ich sollte natürlich ein Vierergitter machen, wenn ich es gleichmäßig haben will. Und dann können wir die halt immer ein Feld weiterschieben und kriegen so ein Fließen hin. So, nee, nicht ganz. Halt, so haben wir es richtig. Okay. Und jetzt machen wir das, wie wir es letzte Mal gehabt haben und erzeugen die Animationen davon. Das heißt, wir kopieren den Frame. Wir markieren unseren Layer. Schieben den eins weiter. Erzeugen den nächsten Frame, schieben den eins weiter. Und den vierten Frame und schieben auch den eins weiter.
Anschließend gehen wir in unsere Perspektive zurück, Porträt, und legen die Animation drüber. Wir erzeugen also die Animation und hier nehmen wir wieder die Auswahl Default, das wie sich das Feld standardmäßig verhält. Und diesmal haben wir einen Loop mit einer Geschwindigkeit von 8. Schauen uns das erstmal an, definieren das und lassen es laufen. Und an sich sieht das ganz gut aus. Die Markierung verschwindet nachher und da können wir uns das in der Welt angucken. Speichern und ab ins Spiel. Ah, es sieht ein bisschen sehr einfach aus, aber das soll uns erstmal reichen. An Variationen könnt ihr euch hier austoben und könnt das noch viel schöner machen mit Wellen und verschiedenen Farben und sonstigen Sachen. Das reicht mir erstmal, wir wollen das Video nicht überstrecken. Deswegen ab zurück und wir machen eine Kurve rein. Dazu erzeugen wir hiervon wieder eine Kopie und nennen das Fluss Gras Biegung links. Wir definieren das immer in Richtung Front und brauchen jetzt erstmal wieder unsere Kante vorne. Das heißt, die kopieren wir uns jetzt aus dem anderen Modell raus, indem wir das markieren und ausschneiden. Wir nehmen mal drei Felder mit. Steuerung C und fügen das hier ein. Und editieren unsere Flussbiegung jetzt nach, indem wir hier wieder ausschneiden. Und dann die Kanten korrigieren. Hier wollen wir auch mal ein bisschen mit reingucken. Machen das mal weg. Den lassen wir stehen. Hier drüben packen wir noch ein paar Ruxel dazu, damit wir die Kante hier richtig ausführen und färben jetzt unsere Voxel ein und füllen das Wasser wieder auf. So, anschließend müssen wir jetzt diese Sachen im Kreis leiten. Das heißt, mal gucken, ob wir das schaffen, dass die außenrum fließen. Prinzipiell muss es aber auch nicht perfekt sein. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen sehr rudimentär. Wir wollen das Video auch nicht überstrapazieren. Am Ende ist es viel Experimentieren, dass es richtig funktioniert. So, wir haben unseren Frame Nummer 1. Die anderen Frames holen wir in die Tonne und löschen die einfach weg und kopieren unseren Frame wieder und verschieben alle ein bisschen weiter nach vorne. Der kommt nach da, der kommt nach da, der nach da, der nach da. Der kommt wieder hier vorne an. Dafür löschen wir. Den. Alle anderen gehen eins weiter nach vorne. Ne, die bleiben. Die bleiben auch. Das ist der zweite Frame. Wir kopieren. Alt. Die anderen müssen noch weg. Der weg, der weg, der weg, der weg. Wir nehmen diesen Frame mit und kopieren den ein weiteres Mal. Der geht hier hin, eins weiter, eins weiter, eins weiter. Prinzipiell müsst ihr da ein bisschen am besten skizzieren vorher. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Aber wenn ihr das gut machen wollt, macht euch Skizzen für solche Sachen. Das hilft ungemein. Und wir schieben den noch eins weiter.
und lassen das mit einer 3. Nee, 3 können wir nicht machen, da passt es mit den anderen nicht mehr überein. Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal kopieren. Und wir müssen wieder die Voxel 1 weiterschieben. So, wir gucken mal kurz, wie das aussieht. Ja, okay. Wir fügen die Animation hinzu. Wir machen Default 1 bis 3 mit Loop. Löschen die andere, überspeichern das Ganze und sagen mal Start und schauen uns das an. Ja, ist ganz okay. So, dann bauen wir das in die Karte ein. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Wir wählen also unsere Biegung. Neben dem Fluss mit rechter Maustaste können wir den jetzt drehen. Füllen unser Sandfeld auf und können die Karte testen. So, speichern. Quick Play. Und unser Fluss hat eine Biegung. Optisch nicht perfekt. Jetzt noch eine Brücke und wir haben es geschafft. Also raus hier. Wir legen jetzt noch eine einfache Brücke an. Dazu nehmen wir das Feld hier dazu und fügen jetzt hier eine einfache Brücke oben drüber. Diese brauchen wir natürlich dann auf allen 4 Frames. Als erstes speichern wir das, machen jetzt Fluss, Gras, Brücke. Ich würde Üs vermeiden. Das gibt meistens Probleme bei vielen Sachen. Also als Programmierer ist das bekannt. Ich weiß nicht, wie das sich hier verhält. Ich vermeide es einfach aus dem Bauchgefühl raus jetzt mal. Okay, wir speichern das Ding, fügen die letzten Pixel hinzu. Ich nehme jetzt mal hier irgendwie. Naja, ist jetzt auch egal. Nehmen wir halt mal den Ton. Und fügen jetzt hier eine. Nee, der nicht. Fügen jetzt hier eine Brücke hinzu. So. Und verpassen dann noch einen Rand. Und wichtig ist bei diesem Feld, dass dieses jetzt natürlich wieder passierbar ist, im Gegensatz zu den anderen, die wir vorher benutzt haben. Wollen wir hier drüber laufen können? Okay, wir speichern das Ding. Gehen auf den Map Editor, fügen unsere Brücke ein. Korrigieren unser Bewegungsnetzwerk, dass wir hier drüber laufen können. Und da drüben ist noch ein Fehler. Und wir haben die Karte fertig und können jetzt über unseren Fluss drüber laufen. Okay, das war ein bisschen länger, das Video. Wir haben die Frames vergessen, das ist ganz schlecht. Das kriegen wir aber relativ einfach hin. Wir markieren unsere Brücke mit dem Auswahltool. Markieren alles, drücken Steuerung C und fügen es einfach in die anderen Frames ein. Steuerung C, Frame 2, einfügen, okay. Frame 3, einfügen, okay. Frame 4, einfügen, okay. Und damit ist das Ding gefixt. Speichern, Start und wir haben die Folge geschafft. Wir haben die Animation, wir haben den Fluss, wir haben die Brücke. Und damit könnt ihr jetzt eigentlich schon eine recht hübsche Karte erstellen und damit ausprobieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss.